So, das halten wir fest für die Nachwelt auf jeden Fall. Ich grüße dich erstmal. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Matthias. Die Challenge ist noch gar nicht vorbei. Ne? Die Challenge, heute ist Donnerstag. Wir hatten noch ein paar Tage. Da kommen noch ein paar Trainings auf dich zu. Für uns. Einfach, um mal zu fühlen, was so eigentlich möglich ist, wie sich was verändert, wenn man täglich vielleicht ein kleines bisschen macht. So. Ist meine Stimme laut genug und die Musik okay? Okay. Ich würde dich ganz gerne herzlich willkommen heißen. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen heute, um dir mal so ein bisschen einen Ausblick zu geben. Aber vor allem geht es uns aus dem Team Aerofit. Heben mal alle kurz die Hand. Das ist Matthias aus Erfurt, Diana aus Portugal und ich, der Bob. Und wir haben uns diese Challenge natürlich überlegt und zusammengebaut und haben natürlich versucht, ganz, ganz viel da so reinzupacken. Bei der Challenge hast du vielleicht gelernt oder lernst du gerade noch, was so möglich ist, mit wie wenig Zeitaufwand, mit wie wenig Tools du eigentlich was erreichen kannst. Ja. Dieser Zoom hier heißt ja Kickoff 2024. Und dieses Kickoff, was wir jetzt gerade besprechen, was wir jetzt gleich, ist ein Kickoff in dein neues Leben. Okay? 2024 hat gerade erst mal begonnen. Der Januar ist gerade angerissen quasi. Ne? Und das will ich dir schenken, dass du merkst oder gemerkt hast über die Challenge, was eigentlich möglich ist. Dass du dieses Jahr 2024 zu deinem Jahr machen kannst. Ja? Über ganz, ganz einfache, kleine, sich aufbauende Schritte. Und das darf einfach sein. Ja? Und das haben wir jetzt in den letzten, was sind es jetzt, 10, 11, 12, 13, 14, 14, nee, 10, 7, 8, 9, 10, 11, in den 11 Tagen, die wir jetzt bis durchgemacht haben, hast du quasi Trainings gehabt, die so 5 oder 10 Minuten lang waren, maximal 10 Minuten. Ne? Und diese Zeit hast du gemerkt, was das eigentlich bei dir vielleicht auslöst. Also, ne, wenn man mal so zurückblickt, also wir hatten einen Tennisball, ein Handtuch oder wir hatten auch einen Besenstiel oder irgendwie sowas, so, ne? Und da hast du gemerkt, wie einfach das geht, mit welchen Tools du eigentlich arbeiten kannst. Ne? Und jetzt ist meine Idee dazu, dass du, um dir mal so einen Ausblick zu geben, dass du einfach merkst, also ich habe ja mit vielen von euch schon gesprochen am Telefon und mir war wichtig, dass du mitschreibst. Und mir war wichtig, dass du merkst, welche Übungen tun mir eigentlich gut und welche Übungen sind eigentlich nicht so geil. Ne? Und überall, wo nicht so geil dahinter steht, da erkennst du deine Potenziale vielleicht, da weißt du, wo du eigentlich hingehörst, wo du, ach, da darf ich nochmal hinschauen, da darf ich nochmal wissen, was für mich tun. Ja? Und bei allen Dingen, wo du merkst, die tun dir gut, da weißt du auch, okay, also davon darfst du gerne mehr machen. Ja? Und das ist so ein bisschen so ein Ausblick, den ich mit dir machen will, ist der erste Punkt, der da auf unserer Liste steht, ist, wie schaffe ich das denn, Routinen ganz, ganz zwanglos und ganz einfach in meiner Welt zu haben und die auch zu halten. Okay? Und der erste Punkt, den ich hier auf meinem Zettel habe, ist, dass eine Routine, wenn du morgens Sport machen willst, die Routine fängt abends schon an. Das heißt also, du legst dein Sportzeug, deine Sportklamotten abends schon mal zurecht und denkst dich da ein. Das heißt also, du darfst auch mal den Morgen durchdenken und sagen, was mache ich als allererstes? Ich stehe auf, drücke den Wecker aus, ziehe meine Sportklamotten an oder ich bleibe in meiner Unterwäsche und mache erst mal die 10, 15 Minuten, 5 Minuten Bewegung, Sport. Ja? Weil es gibt so ein schönes, selbst ein Fremdwort dafür, also ein Gleichnis, wo man einfach sagt, okay, die Willenskraft ist wie ein Muskel. Kannst du trainieren, ja? Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du am Morgen, da ist noch nichts, der schläft dein kleiner Mindfucky da manchmal noch, und dann machst du einfach deinen Sport, ohne dass es automatisiert, ja? Und wenn du es schaffst, sowas zu tun, dann ist dein Willenskraftmuskel nämlich noch aufgepumpt, der ist ganz dick, ja?
Wenn du aber über den Tag denn merkst, okay, welche Klamotten ziehe ich an, meinem Kind möchtest du Müsli oder möchtest du Brot zum Frühstück? Und dann geht es weiter auf der Arbeit, hast du eine Entscheidung zu treffen, dann hast du eine Tabelle vor dir, wo du sagst, okay, mache ich das so oder so. Und dein Willenskraftmuskel wird immer schlapper. Das ist der Grund, warum so ganz reiche Leute, nehmen wir mal den Herrn Facebook, Mark Zuckerberg zum Beispiel, bestes Beispiel, der hat immer dasselbe T-Shirt an. Immer dieselben Klamotten, damit er sich morgens nicht entscheiden muss, zieht jetzt rot, schwarz oder grün an, sondern der hat immer das gleiche im Schrank, um seinen Willenskraftmuskel zu schonen. Ja? Also es ist ein ganz einfaches Tool, dass du dir so wenig Entscheidungen schenkst, die ja keinen Sinn machen. Weil du brauchst es nicht. Du solltest morgens als allererstes nicht entscheiden müssen, sondern automatisiert, ach ja, ich mache als allererstes mal Sport. Okay? Dann habe ich die Mitschriften gerade erwähnt. Das heißt, wenn du morgen Sport machen willst, dann stehst du manchmal ja davor und sagst dir, was soll ich jetzt machen? Dafür hast du mitgeschrieben, dafür hast du gesagt, ach ja, klar, ich weiß noch, die Übung, die war ja zu, die hat mir gut getan oder das hat mir gut getan und so, ne? Das heißt, hab einen Plan. Was will ich denn eigentlich machen? Sonst kommt nämlich der Mindfucky und dann sagt er, ah, naja, jetzt weiß ich eh nicht, was ich machen soll. Und meine Schuhe sind außerdem im Keller. Kacke. Ja, also darfst du da gerne dran arbeiten und einfach sagen, okay, hier ist mein Plan, let's go. Ja? Da habe ich mir aufgeschrieben. Ganz geil. Wir Menschen lieben Kreuze machen. Ja? Das ist so ein typisches Ding, weil wir lieben einfach Dinge abhaken. Und wenn man Dinge abhaken kann, ist es total schön. Das heißt, du kannst dir eine Excel-Tabelle bauen, du kannst dir einfach mit einem Zettel und einem Stift Montag bis Sonntag und deine Kreuze dahinter machen. Ja? Wir lieben Dinge abzuhaken. Das ist so ein einfaches Tool. Da gibt es auch mega viele Apps für sowas und so. Ne? Aber wir lieben es, Kreuze zu machen. Tick, tick, tick. Ja? Und das macht uns glücklich. Das ist wie, wenn man tapeziert und große Stücken Tapete abreißt mit einem Mal. Das ist so schön, da freuen wir uns drüber. Alle. Es gibt keinen, der sich darüber nicht freut. Ja? Genau. Dann war ein Punkt, starte klein. Wenn du jetzt wirklich Sport 2024 oder Bewegung in dein Leben holen willst, fang klein an. Wirklich, glaub mir. Ich habe so oft das schon erlebt, bei mir selbst auch. Ich war lange nicht laufen, mega motiviert, ziehe die Laufschuhe an und gehe um die 8 Kilometer laufen und fühle mich geil, eine tolle Zeit gelaufen. Und dann komme ich nach Hause und dann verschwinden die Sportschuhe langsam wieder ganz weit unten, weil mir einfach doch nach 2 Tagen alles wehtut. Der Muskelkater ist da und das ist irgendwie sehr unangenehm und so, ne? Deswegen starte einfach klein, das darfst du auch, das ist völlig okay, ja? Klein beginnen, aber dafür stetig, nicht mehr aufhören, ja? Das ist ja das Ziel dahinter. Dann habe ich mir aufgeschrieben, was auch ein mega Impuls hat für mich immer schon, sind Belohnungen. Ich habe darüber mal einen Zoom gemacht. Mit Belohnungen meine ich nicht, dass du abends dir die Pulsette aufreißt, ah, ich habe ja heute Sport gemacht und dann sagst du, okay, davon stoße ich mal an. Oder mein Wein jeden Abend mich belohnen, weil ich habe ja am Morgen Sport gemacht oder so, ne? Mit Belohnungen meine ich Dinge, die dir wirklich gut tun, wo du einfach spürst, dein System reagiert darauf toll. Gönn dir eine Massage, geh in eine Sauna, geh eine Runde spazieren mit einem freien Geist oder irgendwie so eine Sachen, ja? Belohnungen sind mega wichtig. Wenn du gesagt hast, okay, ich habe von Montag bis Sonntag mich bewegt oder Montag bis Samstag, Sonntag kannst du ausblenden, ja? Aber wenn du das gemacht hast, belohn dich dafür mit Dingen, die dir wirklich gut tun, die deinem System einfach im Gesamten gut tun, wo du denkst, ach ja, also das war schön, da gönne ich mir mal was. Nochmal, gönn dir Dinge, die deinem System wirklich gut tun. Dazu gehört nicht Alkohol, dazu gehört auch nicht das Tortenstück. Kann man halt mal machen, aber nicht, genau, aber nicht als Belohnung. Ja, das ist was anderes. Belohnen tust du dich mit Dingen, die dir gut tun. Ja, und ansonsten darfst du cheaten, kannst du alles mal machen. Wertungsfrei, ja. Aber grundsätzlich gönn dir schöne Sachen, die dir wirklich was bringen, okay? Der letzte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, um eine wirkliche Routine zu etablieren, um das wirklich dingfest zu machen, ist, sich eine Struktur bauen, wo man einfach sagt, ey, ich habe mein Ablauf ist ganz klar. Mein Morgen ist in meiner Birne, ich habe den durchdacht, der ist schon mal durchdacht, mein Morgen ist klar strukturiert. Ich gehe also auf, die Öl ziehen oder trinke ein Glas Zitronenwasser oder was auch immer in deiner Welt los ist, dann mache ich meinen Sport, dann gehe ich kalt duschen oder warm und dann mache ich weiter, egal was dennoch kommt. Ne? Aber hab diese Struktur ganz klar im Kopf, weil das hilft dir, bei allem, was denn so in deinem Leben passiert, ist Struktur das Größte. Wir sind jetzt seit, ich glaube, 9 Jahren unterwegs, ne, als reisende Familie. Und Struktur ist das, was uns unbedingt weitergebracht hat in allem. Im Business, körperlich und bis ich was. Also einfach so eine Struktur zu haben, wo man sagt, ey,
mega schön, ja. Also damit fährst du wirklich mega gut, um dir so eine, macht dir das Leben leicht, so eine Struktur, ja. Und jetzt möchte ich, dass ganz kurz mal Matthias sich kurz vorstellt und dann so ein bisschen was vielleicht erzählt über Prioritäten und wie man es vielleicht hinkriegt, sich selbst als Prio 1 zu sehen, okay? Also, einen wunderschönen guten Abend. Erstmal möchte ich mich nochmal bedanken. Das habe ich ja schon in der Videobotschaft rübergebracht. Ich finde es super, dass du auch heute wieder hier bist oder dir diese Videoaufzeichnung anschaust. Und es ist einfach nur mega schön zu sehen, dass du was für dich tust und getan hast und auch weiter noch im Tun bist, sofern du das für dich erkannt hast und auch dich davon inspirieren lassen hast, von diesem schönen Training und von dieser Bewegung und Mobilität. Und der Bob hat gerade schon sehr schön erklärt, dass es wichtig ist, sozusagen sich schon ein gewisses Set zu bauen für das, was man machen möchte. Und da geht es auch um die gewisse Prioritäten. Also Priorität bist selber immer du, die Nummer eins, natürlich bei Kindern. Wer Kinder hat, das sind natürlich die Kinder auch oft Priorität Nummer eins. Aber du darfst dich natürlich auch im gewissen Sinne mit deiner Familie klar kommunizieren, ja, wenn es darum geht, dass du deine Aufgaben erledigen darfst, die für dich selber sind. Und dann bist du eben die Prio Nummer eins und sagst heute, die und die Zeit mache ich meinen Sport. Es geht ja nur um ein paar Minuten und keine stundenlangen Trainings. Und Prioritäten setzen halt einen starken Fokus auf das, was wirklich zu tun ist. Ja? Und du kannst dir das folgendermaßen einteilen. Jeder macht das so, wie er möchte. Ich empfehle das sozusagen, dass man sich jeden Tag seinen Tag neu strukturiert oder einen Wochenplan macht. Aber ich finde, dass man die tägliche Tagstrukturierung am Vorabend machen kann. So, da kann man auf alle Eventualitäten auch noch Rücksicht nehmen. Ja? Das heißt, wenn du an dem und dem Tag weißt, okay, da und da kann noch was passieren oder dort und dort kommt was dazwischen, dann kannst du das so legen, wie du das brauchst. Und du gehst Step für Step deine Aufgaben durch und du erledigst die wichtigsten zuerst. Es gibt die ziemlich einfache ABC-Methode. A ist das Wichtigste und Dringendste. B sind dann die wichtigen Sachen, die auf lange Sicht gemacht werden dürfen. Und C sind die Sachen, für die du dir danach Zeit nehmen kannst, die praktisch nicht weiter dringend sind. Ja, das ist ganz easy. Es gibt auch noch verschiedene andere Methoden, das Pareto-Prinzip und die Eisenhower-Matrix und so weiter. Da kannst du dich im Internet gerne auch noch mal belesen, was für dich am besten ist. Such dir da deine Prioritäten-Fassung am besten selber aus. Und Aufgabenlisten erstellen, hat man ja schon Unterschiede zwischen wichtig und dringend. Die dringenden Sachen sind die Prioritäten Nummer eins. Die wichtigen sind, wie gesagt, diese langen. Nutze eine Priorisierungstechnik, überprüfe deine Planung, auch ganz wichtig. Das heißt, es kann sich auch immer wieder was umstellen. Ja? Wenn du merkst, es verändert sich was, dann überprüfe gern nochmal deinen Plan und deine Methode, die du dir genommen hast, und wende neu an, falls es sozusagen nötig ist. Nimm dir gern auch Literatur zu Hilfe oder wie gesagt das Internet und lerne auch Nein zu sagen. Das heißt, wenn du merkst, es kommen Aufgaben rein oder Leute kommen auf dich zu und sagen, ah, kannst du nicht mal eben kurz und nach dem Sport kannst du es auch später machen. No, 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 no. Das ist der Punkt, auf den du wirklich dich fokussieren darfst. Und das ist das One and Only. Dazu gibt es eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, weil wir sind ja hier erwachsene Leute und du darfst selber schauen, sozusagen, wie du in dein Mindset gehst. Nimm dir vor allen Dingen Ruhe, nimm dir auch Zeit, nutze die Atmung, nutze die Fokussierung. Und das ist eigentlich schon alles, gar kein Hexenwerk, sondern alles eigentlich ganz einfach, wenn man es anwendet. Das war soweit von mir. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute und freue mich, dich weiterhin begleiten zu dürfen. Danke. Dankeschön, Matthias. Ja, da hat Matthias gerade nochmal gesagt, mit der Atmung, da hatten wir auch ein Live hier drin in der Challenge, ne, wo es einfach darum geht, dass du wirklich über eine lange Ausatmung dich immer wieder erden kannst, immer wieder runterbringen kannst. Gerade wenn viele Prioritäten auf dich einprasseln und so, ne, macht es manchmal Sinn, einfach mal zu schauen, okay, was brauche ich denn gerade wirklich? Und das ist so ein bisschen, ich sehe das so ein bisschen wie im Flugzeug, ne? Wenn die Frau da vorne sagt, wo die Notausgänge sind, sagt die noch eine wichtige Sache. Wenn irgendwas passiert, immer erst mal selbst die Sauerstoffmaske, dann die anderen. Und so sehe ich das mit Fitness und mit Bewegung in deinem Leben. Kümmere dich mal jetzt um dich selbst. Ja? Deine Kinder sind mega wichtig, ist alles richtig und so, ne? Aber wenn du nicht fit bist, wenn, das macht kein anderer. Es wird sich niemand anders um dich kümmern, wenn du nicht anfängst, dafür einzustehen und dich drum zu, also dir was zu, also dass du dich um dich, dass du dich frei machst von dem, was von dir, weißt du, jeder zuckelt an dir rum. Ne? Und wenn du aber sagst, hier ist meine Priorität, ich möchte das aber gerne erreichen, und darüber spricht jetzt Diana mal ganz kurz, weil Diana war, als wir uns kennenlernten, man mag es nicht glauben, doch eher unsportlich. Oder? Das darf der Bob nur heute sagen, ja.
Genau, ich bin hier so ein bisschen als Erfahrungsperson und natürlich auch als drittes Mitglied hier vom Aerofit und vorrangig für die Ernährung und die ganzheitliche Gesundheit zuständig. Mir kommt dann in der Challenge auch weiter unten, also in den nächsten Tagen, auch noch ein Video von meiner Geschichte, von meinem Weg. Genau, und es stimmt so, aufgrund dessen, das muss man natürlich dazu sagen, dass ich halt auch eine Autoimmunerkrankung hatte, habe ich mich körperlich nicht viel bewegen können. Ich hatte überhaupt nicht die Energie dazu. Ich hatte kein Körpergefühl und hatte auch wenig Lust, mich zu bewegen, weil ich einfach auch nicht in meiner vollen Mitte war. Ne? Und das kann jeder bei sich selbst überprüfen, wo jeder steht. Natürlich, hier sehe ich, dass viele gesunde, wertvolle, aufgeweckte und motivierte Menschen sind und die jetzt nicht unbedingt mit großen Krankheiten hier hantieren müssen. Also ist einfach schon mal die Voraussetzung schon mal gegeben, dass genügend Energie da ist. Jetzt geht es nur noch um die Priorisierung. Und das habe ich dann halt auch gemerkt. Ich habe erst heimlich angefangen, weil ich ja dachte, Sport ist Mord. Ne? Ich bin ja so vom Schulsport auch sehr streng gehalten worden und auch von unserem Zuhause-Sport. Und diese heimlichen Trainings hinten im Bungalow in Thailand, während ich da geschwitzt habe wie ein Berserker und nach einem Burpee auch fast umgefallen bin, haben aber dazu geführt, dass ich jetzt in den letzten Jahren, ich konnte nämlich gar nicht springen, kann ich jetzt richtig gut springen. Ja, also das war für mich eine absolute Freude. Es hat zwar einige Jahre gedauert, aber ich bin stetig dran geblieben. Meine 2 bis 3 Trainings die Woche und auch mal zyklusbedingt auch mal Ausfall. Und dennoch habe ich große Erfolge gefeiert, ne? Also körperlich und fühle mich besser denn je und bin, ja, komme in die tiefe Hocke. Kann das alles machen. Das war früher nicht möglich. Also das hätte ich selber nicht gedacht. Also es war auch ein Segen, dass wir zusammengekommen sind. Also danke für diese Motivation auch innerhalb der Beziehung, die auch viel Schweiß gekostet hat und viele Tränen, aber dennoch auch zu was er geführt hat. Und deswegen auch mal nochmal den Erfahrungsbericht von mir für dich. Dranbleiben lohnt sich. Wir haben ja hier einige dabei, die auch schon länger dabei sind, wie Yvonne, die da auch davon sprechen kann, dass sie einfach so wertvoll jetzt durch den Tag geht, ne, und viele, viele Übungen so gut integriert hat, dass dass sich so vieles verändert. Also es ist echt toll. Und ihr habt ja schon, ich habe es ja in der Gruppe auch mitgelesen und mitgefiebert, dass viele ja auch da schon reingeschrieben haben, was so diese kleinen Übungen dann schon auch getan haben. Diese 10 Minuten am Tag und selbst auch nachgeholt nach nachts 22 Uhr, ne, aneinander mit dem Besenstiel in der Hand. Also voll schön, das zu sehen. Und in der Gruppe macht es immer noch mal mehr Spaß. Also das hat mich dann auch motiviert, weil ich bin kein Alleine-Sportmacher, keine Alleine-Sportmacherin. Und deswegen, da wird der Bock gleich auch noch mal drauf auf euch zukommen. Da haben wir nämlich auch was Wertvolles, weil ich wäre nichts ohne die Gruppe. Also die Gruppe und diese Coachings und diese Trainings, das motiviert mich am meisten, auch mit den anderen zu tun oder zu wissen, da sind noch mehr, die das machen. Und auch das in der Gruppe zu lesen, das macht mich, also das motiviert mich. Also vielen Dank dafür eure Arbeit, Matthias und Bob. Also für die tollen Trainings jedes Mal, auch wenn wir uns live sehen. Danke. Vielen, vielen Dank, Diana. Danke dir für deine sportliche Geschichte. Also Diana hat zwar trainieren lassen, aber nicht wegen dem Sport, will ich mal ganz kurz noch gerade biegen. Nee, aber was mir einfach auch aufgefallen ist, ist, wenn man einfach dranbleibt, was da passiert. Ne? Also wenn man dranbleibt, passiert was. Logisch. Ja? Da hat Mark Twain mal einen schönen Satz gesagt zu Routinen. Alte, ungeliebte Routinen kann man nicht einfach loslassen. Man muss sie die Treppe runterprügeln, Stufe für Stufe. Das heißt, wenn deine alte Routine ist, du stehst auf, kochst den Kaffee, isst ein Milchbrötchen und dann startet der Tag so langsam lang hin, dann dauert es vielleicht eine Weile, ehe du das loswirst. Aber das ist es wert, so was loszulassen. Ja? Nur mal so als Idee. Und was ich ganz toll finde, ist, dass wenn man, wie gesagt, was ich am Anfang sagte, ne, klein anfängt und aber einfach nicht mehr aufhört. Ja, im Englischen gibt es dafür so einen schönen Satz, man sagt Pig-headed Discipline. Und Disziplin, finde ich, ist die höchste Form der Selbstliebe, auch wenn man manchmal denkt, oh fuck you, ey. Ja? Aber das macht die Sache, das ist einfach, das hat einen so großen Wert, weil du dir schenkst. Und jetzt magst du vielleicht noch kein kleines Aua haben und deine Hüfte tut nicht weh, und aber das wird kommen. Wir Trainer haben dazu einen schönen Satz, der heißt Use it or lose it. Ja?
Und jetzt möchte ich dir, wenn du mir das erlaubst, ganz kurz mal einen Ausblick geben. Wir haben am Ende Januar, Anfang Februar startet unser 12-Wochen-Programm. In diesen 12 Wochen ist der Ablauf ungefähr so, dass wir beide einen Zoom-Call machen. Und in diesem Zoom-Call schaut mir an, das ist ein Bodyscan, da schaut mir an, wo du eigentlich fitnessmäßig stehst, wie viel Kraft hast du eigentlich, wie viel Ausdauer hast du, gibt es irgendwas, was wehtut, sind so Sachen dabei, die vielleicht nicht so toll sind. Und anhand dieses ersten Trainings kriegst du einen Trainingsplan auf dein Handy als App oder dein Tablet oder als Desktop-Version. Und diesen Trainingsplan, du siehst mich, meine Videos, drückst auf Play, machst einfach genau das, was ich da sage. Wir stehen beide in ganz, ganz engen Kontakt. Also alles, was knirscht, kniept oder nicht so toll ist oder sogar ganz toll ist, holen wir mehr rein, wenn es toll ist, oder lassen es weg, wenn es nicht so schön ist. Und dann ist es auch so, dass du in einer Gruppe kommst. Matthias, der jetzt hier gerade gesprochen hat, ist dein Success Coach. Das heißt also, mit dem bist du ganz eng. Matthias wird dich, wenn du das willst, wenn du auf Matthias zukommst natürlich, der wird dich da betreuen, der wird dich auffangen, wenn irgendwas ist. Das ist also ein ganz, ganz großartiges Feedback, was ich aus den 12 Wochen kriege von den Frauen, ne? Die sagen, ey, hammer toll, dass Matthias einfach da ist, dass mal ein Ohr da ist oder dass mal eine Nachricht ausgetauscht wird und so, ne? Jana übernimmt ganz, ganz viel, was so Ernährung ist. Da gibt es ganz, ganz viele Talks in der Telegram-Gruppe. Und da gehen wir auch regelmäßig live, wo ich ganz, ganz viele Themen abdecke, ne? Wo es auch darum geht, mal die Kriegerin oder den Krieger in dir zu fühlen. Wo es darum geht, was sind eigentlich Glaubenssätze? Wie kann ich denn sowas überhaupt lösen? Warum behindern mich die vielleicht? Und so weiter, ne? Das heißt, die nächsten 12 Wochen, so du denn willst, und jetzt kommen wir zu dem geilen Spot. Wenn du sagst, wenn wir beide noch mal telefonieren, ja, und du sagst, ey, ich fühle, das ist irgendwie, ich glaube, das ist Zeit, Ende Januar, Anfang Februar die 12 Wochen zu starten, kannst du, wenn du hier heute in dieser Challenge warst, davon ausgehen, dass du 10% weniger zahlen wirst, weil das einfach so Sinn macht. Und ich hoffe, du hast ein bisschen mitgeschrieben, dass wir so ein bisschen ein paar Daten von dir haben und genau darum geht's, okay? Das könnte dich erwarten, wenn du sagst, okay, ich fühle das. Dann schreib mich an, ich bin in der Gruppe oder schreib Matthias an, ne, und dann sprechen wir beide einfach nochmal. Okay? Also, mir wäre es ganz, ganz lieb, wenn du jetzt nochmal ganz kurz in den Chat schreibst, was ist dein Learning in Bezug auf Prioritäten oder in Bezug auf, ich stotter total, auf Routinen? Was hast du mitgenommen? Eine Sache, wo du sagst, also das ist mir echt, das war mir jetzt nicht neu, aber das ist jetzt irgendwie ganz spannend, weil ich da heute noch gelernt habe. Was kommt in den Chat? Erzähl mal, schreib mal rein. Was kommt da? Disziplin ist die höchste Form der Selbstliebe, ja. Der Willenskraftmuskel, ja, der wird wirklich müde. Willenskraftmuskel sind gut zu trainieren, macht auf jeden Fall Sinn, ihn zu trainieren, aber der wird auch echt müde, auf jeden Fall, ja. Verpflichtung liegt eingegangen bin, ja, sehr schön, ja, mega schön. Lieber jeden Tag eine kurze, als aufs Wochenende zu warten und dann einmal 25 Kilometer zu laufen und dann, genau. Jeden Tag ein bisschen ist so schön, genau. Abends vorbereiten, Ote, genau. Ja. Danke, Yvonne. Es darf einfach sein. Jetzt sage ich auch ganz gerne in unserem Gruppentraining oder so, oder? Es darf auch einfach sein, genau. Ja, schön. Mega schön. Ich hoffe, wir haben dich ein bisschen neugierig gemacht. Ich hoffe, du hast das Team von Aerofit kennengelernt. Ich hoffe, du hast über Routinen und über Prioritäten was lernen dürfen. Und ich hoffe, dass wir beide sprechen, ne? Ich erkläre dir das nochmal alles in unserem Telefonat. Fühl dich frei, wenn du merkst, ich habe da noch ein paar Fragen und so weiter, dann sprechen wir persönlich ganz gerne, okay? Mega schön. Nicht zu viel auf einmal neu integrieren. Ja, genau. Viele fangen an, ich fange die Ernährung an umzubauen, ich fange an, das zu machen und dann fange ich noch mit Sport an und mein Mindset-Training und so. Und das ganz, ganz oft ist einfach zu viel, ne? Das ist einfach zu viel des Guten. Ja. Genau. Mega schön. Schön, danke. Dann danke ich dir ganz, ganz doll, dass du heute dabei warst, dass du uns deine Zeit geschenkt hast und sage adieu. Danke, Yvonne.
Danke, Danke Roland. schön, ihr drei. Tschüss. Das war ganz toll. Danke schön, Danke. Andi. Ananda, mach's gut. Danke. Bis Bastian, gleich. ciao. Roni, mach's gut. Danke Tschüss. euch. Danke. Dankeschön. Einen schönen Abend. Eine gute War schön, Nacht. euch zu sehen. Mal auf mehrere Ja. Gesichter. Dankeschön. Das ist so schön, Ananda. Ciao. Schön. Tschüss. Sabrina, mach's gut. Tschüss. Ciao. Danke. Ciao, Anni. Ciao, Nicole. Tschüss, Nicole, mach's Martina. gut. Tschüss, Roland. Ciao. Gute Nacht. Schlaf gut, vor allem, genau. Ja. Wir noch nicht. Wir essen jetzt erstmal Abendbrot. Ich habe Hunger. Der Salat steht da noch gerne. Ja, der wird schon welk. Ja. Das haben deine Eltern auch immer früher gesagt, ne? Ja, na, Gerne. komm. Das Essen wird Das weg. Essen wird weg. Komm zum Essen, dein Essen wird weg. Genau. Schön. Ach, das war ein schöner Zoom. Ja, danke. Danke. Danke, Danke, Matthias. Uni. Danke, Martina. Danke, Matthias. Schön. Ciao. Danke. Bis später, Brut. Ahoi, gute Nacht. Ahoi. Lass es schmecken. Ahoi, danke. Danke. Tschüss.